Racy erzählt euch was vom Pferd. Heute, so entstehen die Quoten. Das ist ein Wetter und der wettet, dass sein Lieblingspferd das nächste Rennen gewinnt. Und wenn es gewinnt, bekommt er mehr Geld wieder, als er eingesetzt hat. Die Quote ist nun der Multiplikationsfaktor dieses Einsatzes. Ist gar nicht so schwer. Pass auf, angenommen, du hast 10 Euro gewettet und die Quote ist 1,5. Na, dann bekommst du das 1,5-fache wieder, also 15 Euro. So, und jetzt kannst du dich freuen. Yippie! Wie kommt diese Quote jetzt zustande? Die bestimmst du. Ja, aber nicht ganz so, wie du das jetzt denkst. Die Quote bestimmen alle Wetter zusammen. Zum Beispiel der auf der Bahn, der Wetter im Wettbüro, der Wetter am Computer, der im Internet wettet und der Wetter, der mit seinem Smartphone wettet. Überall wird also bei so einem Pferderennen gesetzt. Von Tausenden von Leuten. Alle Einsätze werden zusammengefasst. Um die 25% davon gehen jetzt an alle, die das Rennen und Wetten überhaupt ermöglichen. Pferdebesitzer, Züchter, Rennvereine und Wettanbieter. Und 75% werden an die siegreichen Wetter wieder ausbezahlt und da wird gerecht geteilt. Wenn viele Leute auf das Siegpferd gesetzt haben, ist der Anteil am Gewinn nicht so hoch, aber bestimmt höher als der Einsatz. Wenn viele Wetter auf ein Pferd setzen, bestimmen sie so alle automatisch mit, dass die Quote niedriger wird. Deren Pferd hatte also eine niedrige Quote, war aber der Favorit. Dafür hatte es auch hohe Gewinnchancen. Und gewonnen haben jetzt die meisten. Supi! Wunderfisch! Ich wusste, der geht als erster durchs Ziel. Die nächste Runde geht auf mich. Ja, Glückwunsch. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Hey, was soll das denn? Zum Beispiel so. Manchmal gewinnt auch ein Pferd, auf das nur ganz wenige gesetzt haben. Sagen wir mal, nur einer. Ich nehme mich! Ha, wie cool ist das denn? Der kriegt dann mal alles. Genau. Der freut sich dann richtig. Hurra! Sein Pferd hatte eine extrem hohe Quote. Denn die Gewinnchancen waren so gering, dass kein Wetter, außer dem da unter dem Sarg, darauf gewettet hat. Ja, super! Ach ja, und noch jemand freut sich. Das Pferd.